Der Idiot! Hi! Es hat hier fast 200 Grad drin. Nein, Keks-Fan! Wir können auch das Dach nicht mehr so einfach wegmachen. No! Warte, die Jungs müssen raus. Raus mit euch! Nein! No! No, 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 no! Wie geht's den Eiern? Oh, die sind schwer beschädigt. Nein, 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 ihr müsst da weg, ihr müsst da weg. Wand einreißen, ja. Okay. Jetzt haben wir das Problem gleich am Schopfe gepackt. Okay. Wir bauen das hier alles um. Wir müssen das umbauen. Wie schaut es bei euch aus? Ja, ihr werdet gerade bestens versorgt. Das ist so gut mittlerweile. Ey, das ist ein Feuerteufel. Da ist crazy. Das hat jetzt vor allen Dingen fast unsere gesamte Nahrung gekostet. So macht man sein Lager frei, ja. Vor allem, ihr müsst mal gucken, so viele Feuerwehr- oder Feuerlöscher haben wir nicht. Wir haben nur zwei, die Feuer löschen können. Ja, bei mehr Lagern wäre die Sache besser gewesen, aber das ist jetzt okay. Küken! Überall Küken! Chicken Wings! Okay, pass auf. Küken. Alle ins Gockelgebiet. Chicken Wings! Wenn er so weitermacht. Kinder, wir können doch nicht impulsiv umbringen. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Ist Heu. Alter Schwede, die futtern ja Heu wie sonst was. Keksfan ist zusammengebrochen. Traurige Gedanken. Das alles ist einfach viel zu viel. Wobei, ich glaube Keksfan packt das. Das ist ein Kämpfer. Küken! Okay, wir brauchen mehr Schlafplätze für unsere Hühnchen. Wir haben zu viele Hühner. Zu viele Hühner. Man kann niemals zu viele Hühner haben. So, jetzt pass auf. Böden. Das Einzige, was mir bei Hühnchen einfällt, ist, dass wir Holz reinlegen. Stroh hätte ich am liebsten. Guck mal, die kleinen Kükens! Der traditionellste Vogel eines Bauernhofs. Das Huhn wird für sein Fleisch und seine Eier gezüchtet. Das machen wir aber auch, megamäßig. Zeit als Kolonist. Ah, okay. Keine Schmerzen. Alter, 12 Stunden. Die sind 12 Stunden an die kleinen Bibeli. So.
Pimpulsiv. Kriegt das hin. Wir glauben an ihn. Er hat's gemacht. Er hat's leider angefangen, das Ganze. Aber das soll jetzt nicht Thema sein. Wir bräuchten einen Händler. Pfanne kocht zumindest schon wieder. Und Keksfan leidet an Hunger. Und zieht sich parallel gerade ein bisschen aus. Aber Keksfan wird sich fangen. Oh, wunderbar. Strom kommt wieder. Hugo ist am Start. Hugo kümmert sich. Keksfan ist vor Erschöpfung zusammengebrochen. Können wir den Botenwolf... Kannst du Keksfan retten, Nena? Unterkühlung. Ja, ich kann nichts machen. Nochmal Botenwolf. Der muss sich selber wieder fangen. Die Tiere brauchen keine Heizung. Stimmt, Hühner halt, ne? Wir schalten das mal aus. Okay, männliche Kolonisten sind jetzt betroffen. Die Chicken Wings! Pfanne liegt auch da und macht erstmal einen ruhigen. Unsere ganze Nahrung, wir hatten so viel davon, auf einen Schlag vernichtet. Keksfan gehört wieder uns. Und jetzt? Ist einfach eine Mahlzeit, okay. Die 7, die wir noch haben. Was? Wir haben kein Dach hier drauf. Doch, da ist überall Dach drauf. Oder hier vielleicht nicht. Doch, da muss eigentlich überall Dach drauf sein, hm? Normalerweise müsste das doch eigentlich gar nicht festlegen auf innere Bereiche, weil es ja eh innen ist. Aber gut, lass es so sein. Dann erweitern wir halt überall Dach. Guck mal, was hast du alles verpasst? Ganz schön viel. Wir haben unsere gesamte Nahrung verloren. Die Kolonie hat gerade Mega-Probleme. Durch ein massives Feuer. Okay. Wir haben zum... ihr seht schon hier, das Heu geht aber ganz schön heftig runter. Impulsiv. Stammeskleidung, okay. Kükens! Was macht ihr denn da? Was macht denn dieser Strauß hier drin? Futter! Futter!
Sag, Gamerkiste, holt sie ihn. Nein, Pfanne, holt sie ihn. Der Strauß hat uns Essen gebracht. Okay, ihr baut da unten gerade weiter. Okay. Keine Forschung. Ja, das beabsichtigt gerade. Ich will meine Kolonisten jetzt momentan mal machen lassen. Gerade Pimpulsiv zum Beispiel oder das Hugo-Tier, die ja sehr, sehr stark bauen. Und mit dem Essen müssen wir halt auch jetzt heftigst aufpassen. Ich wollte eigentlich keine Truthähne oder sowas schießen. Das Alpaka holen wir uns noch. Die Truthähne hier jagen wir mal. Und die Straußen auch. So. Frohes Jagen, meine Lieben. Weil mir geht uns geht hier wirklich tatsächlich das Essen aus. Das ist ein Riesenproblem gerade. Aber die Jäger müssten gleich heimkommen mit frischen Getieren. Und dann gucken wir mal. Der Winter hat angefangen. Das war, habe ich befürchtet. 13 Grad hier drin. Ein Feld hat hier kein Dach. Da kühlt's raus. Haben die Viecher angeschossen und liegen gelassen, oder was? Nee. Oh, hier liegt ein Muffalo rum. So, lass mal die Jungs mal jagen gehen. Wer sind überhaupt alles Jäger? Wir haben nur zwei Jäger. Die Gamerkiste könnten wir jetzt mal eigentlich ausrüsten mit einem anständigen Gewehr. Und dann könnte man Gamerkiste tatsächlich auch jagen schicken. So, wen haben wir noch am Start? Wer kann noch ganz gut jagen? Wir haben hier Pimpulsiv. Wobei Pimpulsiv eine Waffe zu geben, ist natürlich auch so eine Sache. Aber wir brauchen Essen. Unsere Leute müssen jagen gehen. Strauß, lecker. Mmh. Wie das schmeckt. Können sie wenigstens mal schießen üben. Das kann mit Sicherheit kein Schaden für uns sein. Ein Hirsch, ein kapitaler Hirsch. So. Lassen wir das mal durchlaufen und dann sollte es eigentlich klappen. Ja, dann sollten wir jetzt relativ gut Nahrung erstmal haben für einen Augenblick. Hühnchens. Wow. Wir haben eine Boomerang erwischt. Oh, im Kugelhagel, ey. Keksfan. So, jetzt fällt mir gerade noch was ein. Und zwar, ich möchte eigentlich ganz gerne hier nochmal eine Anbauzone herbauen. Und zwar hier. Eine sehr große auch. Und hier möchte ich anbauen. Kiefer.
Lebensdauer 60 Tage, 300 Tage, 20 Tage. Wir bauen hier Kiefern an. Oh, oh, oh. Das Muffalo ist in Flammen aufgegangen. Oh nein, bei uns brennt's auch. Oh nee. Der Strom hat sich komplett zerlegt gerade auch. Aber es wird besser. Das verbrannte Lager aufgebaut wird. Das ist eine Idee, das muss aber Hugo machen. Hugo futtert gerade. Nein! Lass die Sau in Ruhe. Jetzt futtern sie rohes Zeug, ey. Ich werd wahnsinnig. So. Temperatur geht hier runter.